Aber die, ja, Vielfalt geht halt verloren. Weil es gab dann doch ein paar Spieler, die gerade zum Beispiel Solo-Raids machen oder einfach mal experimentieren wollten. Das ging oder geht jetzt halt nicht mehr. Man hat halt nur noch die Auswahl zwischen drei Talentpunkten oder Talenten, alle paar Level, die man bekommt. Und somit ist es doch, ja, rechts in der Hand abzählbar, was man machen kann. Und auch dort wieder so, zum Beispiel jetzt beim Jäger, nehmen wir den einfach mal. Ich spiele halt verdammt gerne Jägerklassen. Ui, Necro, der schwört natürlich jetzt wie alle Gegner und Skelette neu. Den will ich dann doch mal schnell beseitigen. So. Multishot. Das ist schon ziemlich geil, der Pfeilhagel. Das ist wirklich sehr geil. Das erinnert mich. Schon wieder ein Vergleich ziehen. Es tut mir echt leid, Leute. Zu WoW, wo es ja diese Fähigkeit auch gab beim Jäger, wo magische Pfeile vom Himmel gefallen sind, die Salve, die dann entfernt wurde, wo es hieß, ist total unlogisch, das kann Jäger nicht. Und ich zeige jetzt mal nochmal das Ganze. Ein Pfeilhagel. Ich kann das nicht. Hier wird es auch gemacht. Man hätte es auch anders gestalten können, anders nennen können. Oder dass er halt nur noch 4-5 Pfeile schießt, das geht ja auch. Man kann als Jäger mehrere Pfeile schießen, beziehungsweise als Bogenschütze. Das ist nicht unmöglich. Das funktioniert. Aber gut, wird halt die Fähigkeit genommen. Und wo war ich stehen geblieben? Genau. Jäger und Talentpunkte. Nein, nicht Talentpunkte. Ach Gott. Mein Kurzzeitgedächtnis hat wieder zugeschlagen. Kann man einfach nichts merken. Echt schlimm. Da unten ist wieder ein Necro. Kann man nicht von hier. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Er kann aber auch nicht. Aber wiederbeleben kann er. Na gut. So, da kommen wir mal hier auf. Und hier unten finden wir den Wächter. Dungeon ist schön aufgebaut. Auch so ein bisschen verlassen, rustikal, überall so verrostete Teile. Das finde ich doch ziemlich cool gemacht. Spinnenweben hier überall. Ein Wegpunkt. Ich habe so das Gefühl. Ja, nicht nur das Gefühl, es gibt auch gar keinen anderen Weg. Wir sind hiervon alles abgelaufen. Das heißt, hier kommen wir dann noch weiter zu diesem Pfad der Erhabenen oder ja, Pfad des Emperors. Und hier sind jetzt doch wieder ein paar viele Skelette. Mal Mana-Fläschchen nehmen. Oh, das ist ja cool. Die Pfeile habe ich gerade mal geworfen. Ja, hinterlässt ein schönes Feuer-AE. Und ich habe den Typen damit geröstet. Sollte man vielleicht meine Fähigkeiten benutzen, anstatt sie einfach nur in die Leiste zu ziehen und dort liegen zu lassen. Das Diablo-Feeling ist schon echt groß hier in dem Spiel. Das finde ich echt super. Upper Prism. Wollen wir nach oben? Oh, das sieht aus, als wäre da irgendwo ein Boss. Da ist der Boss. Da ist ein Boss. Shatters. Ah, du bist nicht der Wächter. Hat eine Blitzwiderstand. Was macht der denn da? Moonwalk oder was? Was haben wir hier? Ein Säbel, Lederrüstung. Ja, die packen wir mal ein.
Ein Schild, Hände können wir mal einpacken. Können wir alles mal so ein bisschen upgraden. Hier liegt meine Falle. Sieht cool aus. Jo. Die Aura ist weg. Somit sind die ganzen Minions oder Begleiter vom Boss dann doch irgendwie recht minderwertig, sobald deren... My mana is gone. Ja, Boss tot ist. Der Nekro, der nervt ja mal tierisch. Stirb. Da steht wieder einer. Ich sehe schon das Leuchten. Hier geht's nicht weiter. Und... Ach, den habe ich... Ach, das ist eine Fackel. Okay. Ich habe die Fackel als Nekro mal dargestellt. Ziemlich mana-lastig, dieser AE. Aber der haut auch echt gut rein. Momentan finde ich die Dungeons sehr schön aufgebaut. Sie haben doch eine rechte Abwechslung, auch so mal mit Treppen drin und nicht einfach nur immer die sterile Gerade. Gut, klar. Ziehen wir jetzt mal einen Diablo 3 Vergleich. Da gibt es das natürlich auch. So in dem zweiten Akt. Wüste. Und dann den Dungeons darum. Kreucht und fleucht. Da gibt es jetzt natürlich auch, wenn man so Treppen runterläuft, hochläuft. Okay, also wir haben jetzt hier so ein bisschen was alles abgeklappert. Es gibt wohl nur den Weg nach oben. Entschuldigung. Du musst einmal räuspern. Dann gehen wir mal nach oben. Und ein Edelstein hat gleich schon wieder ein Level ab. Das finde ich super, dass die so mitleveln und dass man die so stärker machen kann. Das heißt, man sich gar nicht so fixiert drauf, immer bessere, schönere Edelsteine zu finden. Sondern man findet einen, tut einen rein und levelt die mit. Und wenn man einen besseren findet, tut man ihn rein und levelt den halt dann hoch. Das gestaltet natürlich das Game Design sehr individuell. Man kann viel anpassen und das ist echt super. Ach ja, genau. Ha. Individuell anpassen und super. Das waren die Keywords, die meinem Kopf wieder mal ein bisschen geholfen haben. Mein Vergleich zu WoW Jäger. Das war es ja mit Individualität und alles so, wie es jetzt ist mit den Talentbäumen. Sieht man... Oh, da ist wieder ein Boss. Da gehe ich lieber mal raus. Ich habe aus Versehen die 2 gedrückt und nicht W, um meinen Pfeilhagel abzuschießen. Kann man... Ich schieße mal durch die Decke. Man schießt gerne durch die Decke, habe ich so das Gefühl. Das Erste, was ich jetzt mal nicht so logisch finde, ist Path of Exile, aber... Ich hab nicht genug Mann. Jetzt ist ja in Diablo, ach Quatsch, in WoW ja auch so, beim Talentbaum. Man nimmt als Tierherrschaft diese Blinking Strikes. Anstatt jetzt die Krähen, Murder of Crows. Weil alle sagen, das ist einfach so für WM cool, das Pet macht ja auch den meisten Schaden. Oder recht viel Schaden, sagen wir es einfach mal so. Es ist A und O in Tierherrschaft. Und wenn man das halt nicht hat, dann ist man ein Kackboon. Schön formuliert. Weil die ganze Crowd-Masse sagt halt, es muss das sein, es darf nichts anderes sein. Pet macht Schaden, wenn du es dann nicht hast und nimmst dafür eine andere Fähigkeit. Einfach mal auch zum Experimentieren. Nein, dann bist du sofort der Loser und wirst von der Masse schlecht gemacht.
Das finde ich dann doch wiederum. Da geht dann das Konzept nicht auf mit den wenig Talenten und dafür kann man schnell hier Anpassungen machen, rumexperimentieren. Das ist sicherlich auch bei den anderen Klassen der Fall. Das heißt Paladin, Krieger, Mage, Priester, entweder du hast das oder alles schlecht. So von den zwei auf jeden Fall sind vielleicht brauchbar, aber der dritte nicht. Tja. Also die Frage, ging das Design auf? Hat es sich gelohnt, wirklich die ganzen Talentbäume so einfach zu machen? Wo man dann sagt, das Spiel wird für so den Normalspieler ausgelegt. So für geht man ja momentan aus. Die Spieler haben einen Job, haben Familie und können nur an maximal irgendwie ein paar Stunden spielen und halt nicht so 24/7 suchen. Okay, das ist jetzt auch wieder ein total übertrieben. Wer das eine oder das andere trifft wahrscheinlich zu. Es gibt Spieler, die spielen 24/7, sind auch trotzdem keine Pro-Gamer. Und es gibt Spieler, die spielen nur seine 2-3 Stunden am Tag und könnten auch Pro-Gamer sein. Es liegt nicht dran, wie viel Zeit man rein investiert in ein Spiel, sondern wie man sie A nutzt, wie sehr man sich mit dem Spiel auseinandersetzt und ja. Talent kann man es jetzt auch nicht nennen. Selbst der talentierteste Spieler schafft es auch in wenigen Stunden. Das ist ganz klar, es gibt Talente. Aber es gibt auch untalentierte Spieler, die sich einfach durch das häufige Spielen oder durch eben durch wenig Spielen, aber dafür eine sehr gute Auffassungsgabe haben, zu exzellenten Spielern darstellen. Ich war ja mal eine Zeit lang Raid Lead in der Gilde und auch Gildenmeister, aber war auch in verschiedenen Gilden, Hardcore-Gilden. Ich habe so ziemlich alles mal durchgemacht und Hardcore gesuchtet, bis zum geht nicht mehr. Und habe festgestellt, eigentlich bringt es gar nicht zu einem 24/7-Zock. Also, ich habe da auch einen Job gehabt. Ich habe nicht 24/7 halt gesuchtet, sondern wirklich ab Feierabend bis tief in die Nacht. Und es hat eigentlich nichts gebracht, weil man stand dann halt doof in der Hauptstadt rum und hat den Trade-Chat mitgelesen. Ja, wo haben wir jetzt unseren Skillpunkt mal rein? Intelligenz auf, nee, ich bin Jäger, brauche ich nicht. Wir sind ja die an allem schuld. Ja. Was kommt denn hier unten? Herz der Eiche? Herz? Nein. Herz aus Eiche. Erhöht das Leben um 4%, 30% Chance, ein Stun auszuweichen, 1% Lebensregeneration pro Sekunde. Das ist eigentlich schon nicht schlecht. Und hier ist Mana, 20 zu Stärke. Ey, das brauchen wir, dann können wir unseren roten Stein upgraden. Aber ich finde das hier ziemlich cool, weil Lebensregeneration, why not, das kann man immer gebrauchen. Und Stun Recovery haben wir zwar schon, ist jetzt die Qual der Wahl. Ich bin eigentlich lieben gern für ein bisschen mehr Leben und Lebensregeneration, muss man ehrlich sagen. Aber Mana geht uns momentan auch aus und wir könnten damit den Stein natürlich upgraden. Ich nehme mal den Angriffsgeschwindigkeit, um dorthin zu kommen. Man kann ja im Notfall noch Skillpunkte umsetzen. Ich habe ja noch 2 frei. Wenn es doch die falsche Lösung oder Idee war. Genau, Pro-Gamer und nicht Pro-Gamer. Das ist immer so die Sache. Da wird immer gestritten, so normaler Spieler kann niemals ein Pro-Gamer werden. Da sage ich dann, das ist doch Blödsinn. Das ist Blödsinn. Ich habe wie gehabt als Raid Lead auch Spieler gehabt, auch jetzt sagen wir es mal so, jüngere Spieler, wo es immer heißt, Kitties, die haben nichts drauf und sind alle über einen Kamm geschoren, schlecht und nerven und piepzige Stimme, wo sagt, Leute, immer, das ist doch immer diese Vorurteile, das ist total unnötig. Aber ein viel größeres Thema, als dass man es mal kurz so ansprechen kann, Vorurteile.
gibt es leider viel zu viele. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus.